Willkommen zu Camping und Wohnmobilen News und Neuheiten. Alle Links, Foren und Produkte auf Womoblog. In der Folge 3 2022 berichten wir euch wieder über aktuelle Zubehör- und Techniktrends, Highlights aus Foren und Facebook-Gruppen, ja, und was uns in den letzten Wochen im Internet so aufgefallen ist. Ihr Lieben, was ihr in den letzten Wochen mit uns gemacht habt, ist wirklich stark und spricht für die Camper-Community nicht nur in Deutschland, europaweit. Wir bekommen Tipps und Ideen aus allen Teilen Deutschlands, Holland, Tschechien und Frankreich. Dafür erstmal vielen Dank. Was haben wir heute für euch? Wir haben ein Gewinnspiel. Ihr müsst euch aber beeilen. Teilnahmeschluss ist schon am 12. März. Dazu haben wir Langzeiterfahrung mit dem Tank O3. Eine tolle Küche, nicht nur für Vans und Minivans. Die Efeu-Lithium-Batterie erstmals im Test. Und es geht wirklich, aus einer normalen Toilette könnt ihr eine Trenntoilette machen. Der beste und am einfachsten zu installierende Batteriemonitor. Ein tolles System, damit ihr Gläser und Teller sicher transportieren könnt. Wir zeigen euch, wie man sich positive Bewertungen im Internethandel erkauft. Eine tolle Idee, wie man neuen Teppichboden im Wohnmobil oder Wohnwagen perfekt zuschneidet. Und das Aufsetzen der Anhängerkupplung verhindert ihr mit dem neuen Tipp aus Tschechien. Kleiner Hinweis: Nachdem wir holländische, tschechische und dänische Zuschauer haben, habe ich die Untertitel zu unseren Filmen von YouTube auch in verschiedene Sprachen übersetzen lassen. Vielleicht hilft das dem einen oder anderen Zuschauer in Zukunft. Und noch eins: Das klappt mit euch ja immer besser. Die Camper-Community nimmt nicht nur, sie gibt auch immer öfters. Danke für eure Mails und Ideen. Manche haben wir schon heute hier eingebaut, anderes müssen wir noch recherchieren. Daher wieder die Frage an euch: Habt ihr News und Neuheiten für uns? Produziert vielleicht selbst oder benutzt ein Gadget, von dem ihr der Meinung seid, dass es auch toll für andere wäre? Ja, dann kontaktiert uns doch am besten per Mail. Nach dem Trailer geht's los. Tank O3. Bevor ich euch jetzt die Details erkläre, solltet ihr euch ganz schnell bei unseren Freunden in Holland beim Gewinnspiel anmelden. Das habe ich leider erst jetzt entdeckt und deswegen wird gerade die Zeit ein wenig knapp. Ihr könnt eins von drei Tank O3 Tankdesinfektionsgeräten gewinnen. Aber leider nur noch bis 12. März. Den Link findet ihr unten im Text oder auf Womoblog. Ich weiß aus gut unterrichteter Quelle, dass eure Chancen richtig gut sind. Deswegen unbedingt mitmachen und ich wünsche euch viel Erfolg. Um was geht's? Aus dem schönen Holland kommt Tank O3 zur Wasserdesinfektion. Das hatte ich euch vor einem Jahr vorgestellt. Ihr erinnert euch vielleicht. Ansonsten, ich verlinke das nochmal hier oben. Dann könnt ihr euch den Clip nochmal anschauen. Tank O3 sorgt in eurem Wassertank ganz ohne chemische Zusätze dafür, dass alles, wirklich alles, was an Bakterien und Keimen im Wasser ist, zuverlässig abstirbt. Und das durch ganz normales Ozon. Deswegen auch O3, also das chemische Zeichen für Ozon. Ozon entsteht dabei durch dieses kleine Kästchen und den sogenannten Zellkern. Das Herzstück. Dieser Zellkern erzeugt aus dem Wasser in eurem Tank Ozon. Das kann man dann an diesen kleinen Blubberbläschen erkennen. Dabei ist das aber so wenig, dass es für uns Menschen ungefährlich ist. Ozon wirkt zuverlässig auf alle Keime und Bakterien im Wasser und so bleibt unser Wasser sauber. Belegt ist das durch klinische Tests. Ich habe euch das auf der womo.blog-Seite schon mal verlinkt. Da ist diese Studie und die Vergleiche mit den Produkten hinterlegt. Nun haben Nadja und ich mehr als ein Jahr das System und wollen ein erstes Fazit wagen. Zuerst einmal, man schmeckt und riecht nichts. Das Ozon kommt nicht in unser Wohnmobil. Obwohl wir auf bzw. neben dem Tank schlafen, sitzen, liegen, haben wir noch nie Ozongeruch wahrgenommen. Das Wasser ist immer klar und sauber gewesen und für mich am überzeugendsten der übliche Biofilm, den wir eigentlich immer nach einem halben Jahr im Tank hatten, fehlt komplett. Wenn man in den Tank reingreift und mit den Fingern an den Wänden so rumfährt, dann hat man das immer gespürt, ihr kennt das vielleicht, irgendwie ein bisschen klitschig. Jetzt ist da nichts mehr. Das hat mich wirklich überzeugt. Echt erstaunlich. Ihr kennt das ja. Man kauft so ein Gerät, aber ob es dann wirklich funktioniert oder nur heiße Luft produziert, weiß man nicht. Das hier ist mess- und fühlbar.
auf was ihr achten müsst. Das Gerät läuft rund um die Uhr und natürlich habe ich es auch vergessen, als wir nach einer Reise zu Hause ankamen. Der Wassertank war halb voll und nach 3 Wochen ging es zur nächsten Tour. Und irgendwann fiel mir Tank O3 wieder ein, also in den Tank geschaut und siehe da, wie ich damals im Film schon sagte, ihr müsst regelmäßig den Zellkern entkalken. Das ist kein großes Ding. Ich hatte ein wenig Zitronensäurepulver dabei, ein wenig in ein Glas Wasser, die Zelle dazu und nach einer halben Stunde sah es dann wieder so aus. Geht auch mit Essig. Da die Zellen nicht ewig leben, solltet ihr immer ein paar Ersatzzellen dabei haben. Wer also nicht immer unterwegs ist, sollte nach dem Trip seinen Tank leeren, dann kann er Tank O3 abschalten und am besten gleich für die nächste Reise den Zellkern entkalken. Ansonsten den Zellkern, wie gesagt, eine halbe Stunde in den Kalker und dann ist er wieder sauber. Der Erfinder, Gerd Becker, empfiehlt die Zelle alle 3 bis 4 Wochen zu entkalken. Je nach Kalkgehalt des Wassers kann der Intervall länger oder kürzer sein. Was gibt's noch? Nix, absolut nix. Der Energieverbrauch ist so gering, dass auch bei Standzeiten die Batterie nicht spürbar belastet war und ansonsten lief das kleine Kästchen einfach und produzierte O3. Alles in allem eine tolle Sache. Beim Befüllen noch ein Grobfilter, damit kein Dreck in den Tank kommt und alles, was lebt, wird abgetötet. Als ich neulich mit Gerd Becker telefonierte, erzählte er mir von seinem Gewinnspiel, naja, und deswegen erzähle ich euch das jetzt und ihr macht hoffentlich noch schnell mit, läuft nur noch bis 12.03., also mitmachen und hoffentlich gewinnen. Tank O3, tolles Desinfektionsgerät, ganz ohne chemische Zusätze, Links auf womo.blog oder unten im Text. Jetzt muss ich erstmal hier ein bisschen umbauen, denn jetzt wird es wirklich groß. Wahrscheinlich habe ich es noch nicht erzählt, aber wir wollen für unsere Kids und für kleinere Ausflüge ein Berlingo oder ein Caddy ausbauen. Nennt sich dann Minivan. Und dafür haben wir uns diese Campingküche angelacht. Ist noch im Projektstatus, aber sieht schon mal ganz gut aus. Diese Campingküche von CampTools passt einfach perfekt dazu. Sie wird bei uns so eingebaut, dass sie an der Tür des Vans steht oder ja, vielleicht auch hinten und dann per Slide-Out nach draußen gezogen wird. Sehr cool. Damit kann man die Küchenzeile rein und raus schieben. Ist das geil? Sehr elegant gelöst. Auf jeden Fall möchte ich sie ausbauen können und dann auch draußen spülen und kochen und waschen. Das geht sogar noch einen Schritt weiter, denn seitdem wir das gute Teil haben, reift der Gedanke, sie auch im großen Wohnmobil als Außenküche mitzunehmen. Wenn wir mal lange auf einem Platz sind, so kompakt wie sie ist, passt sie in den Unterboden oder vielleicht bei euch in die Heckgarage. Habe ich im Sommer beim Stellplatznachbarn gesehen mit Auszügen dran, so konnte der Nachbar sie einfach rein- und rausschieben. Fand ich ungeheuer praktisch. Die Küche selbst ist extrem kompakt gebaut und gut durchdacht und stabil. Dazu unglaublich leicht, gerade einmal 26 Kilo wiegt das Teil. Das ist das Beste an ihr. Die Jungs von CampTools sind absolute Profis, wenn es darum geht, Gewicht zu sparen und trotzdem praktikabel zu sein. Schaut euch mal deren Innenraumsystem für Kastenwagen an. Echt der Hammer. Wir konnten uns das auf der letzten Messe mal in Ruhe anschauen und testen und ja, da passt einfach alles zusammen. Dazu ist es wertig und hochklassig verarbeitet. Und das ist ja bei so dünnem Holz wie bei dieser Küche. Klack, zeig das hier mal. Ja, wirklich nicht einfach, denn auf der einen Seite extrem aufs Gewicht zu achten und dann trotzdem belastbar sein, das haben nur echte Könner drauf. Das hier ist im Übrigen Birken-Multiplex-Sperrholz. Daraus habe ich in meiner aktiven Zeit als Bumerang-Europameister Bumerangs gebaut. Echt wahr. Deswegen weiß ich, wie zäh und trotzdem leicht das Material ist. Okay, genug geschwärmt und angegeben. Die Küche ist 83 cm lang, 35 cm breit und 35 cm hoch. Richtig durchdacht ist, wie gesagt, diese Bodenplatte. Hier unten drin befinden sich Löcher und Schlitze und ihr habt die Möglichkeit, die Küche sicher in Vans und Kastenwagen oder in der Garage zu befestigen. Für verschiedene Vans bietet CampTools da fertige Befestigungssets an. Einfach mal reinschauen. Die Küche hat einen Zwei-Flammen-Herd,
Man kann den Herd mit einer kleinen Gaskartusche benutzen. Es gibt aber auch einen großen Adapter für die großen Gasflaschen. Ich denke, wir werden sie auch an der Außensteckdose benutzen können. An der Seite gibt es einen klappbaren Zusatztisch. Auch der ist grandios. Man klappt ihn hoch und zieht eine Leiste von unten raus, die ihn dann hält. Und das Spülbecken ist größer als ihr denkt. Da passen auch große Töpfe rein. Dazu kann man den Wasserhahn herausziehen und hat dann einen 2-Meter-Schlauch. Damit kann man duschen oder ja, wir dann draußen unsere Kajaksauber machen. Oder naja, euch fällt schon was ein. Und hinten gibt es eine Halterung für einen Abwasserkanister. Und hat man hinten keine Möglichkeit, das Wasser ablaufen zu lassen, lässt man es vorne ablaufen. Und da auch eine Pumpe eingebaut ist, die natürlich Strom braucht, kann man die Küche mit einem Anschlusskabel ans Wohnmobil anschließen. Und wenn wir schon Strom haben, dann haben die Jungs sich gedacht, dann können wir auch 2 USB-Steckdosen noch einbauen. Da hat man wirklich an alles gedacht. Alles, was man braucht: 5 Liter Abwassertank, wirklich großer 2-Flammen-Herd, 12 Liter Wassertank, einen großen Stauraum für Geschirr und so weiter. Auch so eine geniale Idee. Damit ihr den Kanister nicht immer ausbauen müsst, haben die Erfinder hier neben einen Gardena-Anschluss angebracht. Und mit dem Schlauch kann man angeschlossen dann den Kanister von außen befüllen mit der Gießkanne oder mit einem zusätzlichen Wasserkanister oder direkt mit dem Schlauch. Echt genial. Habe ich was vergessen? Nö, denke nicht. Aber ihr merkt, ich bin total angefixt von dem Teil, gerade weil sie so durchdacht und leicht ist und ich schon einiges im Campinghandel gesehen habe, das bei weitem nicht so perfekt war und dazu noch teurer und nicht so leicht. Es gibt die Küche übrigens auch noch eine Stufe kleiner, nennt sich Flat Kit und sollte dann auch in die kleinsten Mobile passen. Kostet dann 695 Euro. Und wer es ein wenig größer möchte, der schaut sich mal die Centerline Modulküche an. Ach, doch noch eins. Die Klappe von hier vorne, die hat hier hinten so Aussparungen und passt dann perfekt hier oben drauf als Arbeitstisch. Fürs Waschbecken gibt es im Übrigen auch noch ein Schneidbrett. Link auf Womoblog oder unten im Text. Ja, und jetzt wieder zurück das gute Stück, sonst seht ihr nichts. Heute ist der Tisch aber auch wirklich voll und es kommt sogar noch was dazu. Das ist sie nun. Wir haben sie seit einigen Monaten laufen und ich kann euch schon vieles dazu sagen. Die neue Lithium-Batterie von Efoy. Oder genauer gesagt von SFC, das ist der Hersteller. SFC Energy AG ist übrigens eine interessante Aktie aus dem CDAX, aber das jetzt mal nur so nebenbei. Aber zurück zur Technik. Das ist eine außergewöhnliche Lithium-Batterie, dazu gleich mehr. Sie passt auch noch perfekt zur Efeu-Brennstoffzelle. SFC nennt das dann Efeu Hybrid Power. Funktioniert natürlich auch ganz ohne Brennstoffzelle, dann als ganz normale, außergewöhnliche Lithium-Batterie. Jetzt könnte ich euch die Werbebotschaften runterbeten, von wegen funktioniert auch bei minus 20 Grad oder dass starke Verbraucher bis 2500 Watt problemlos damit laufen oder dass sie spritzwassergeschützt ist, um auch in Booten oder Yachten sicher zu funktionieren. Lieber erzähle ich euch eine Geschichte, die uns gerade passiert ist. Wir haben ja schon eine Lithium-Batterie im Wohnmobil verbaut und die steht bei uns im Unterboden, also eigentlich immer warm. Wer sich ein wenig mit Lithium auskennt, der weiß, dass sich Lithium-Batterien unter 0 Grad nicht laden lassen. Man kann zwar Strom entnehmen, aber neue Energie von außen nimmt die Batterie nicht auf. Jetzt habe ich mir gedacht, macht ja nichts. Wenn es unter 0 Grad ist, dann stellst du einfach die Heizung an, die läuft mit Gas und binnen einer halben Stunde ist es im Unterboden so warm, dass auch die Batterie wieder geladen werden kann. Soweit die Theorie. Die Heizung braucht natürlich erst einmal Strom. Jetzt ist es uns passiert, es war minus 15 Grad und aus welchen Gründen auch immer war unsere Lithium-Batterie komplett leer.
Dementsprechend konnte ich die Heizung erst gar nicht starten und ohne Wärme im Unterboden auch die Batterie nicht laden. Landstrom angesteckt, nichts passierte. Mit der neuen Efeu-Batterie läuft das anders. Und wenn es auch minus 20 Grad kalt ist, so wie man der Efeu-Batterie Strom liefert, heizt sie sich selbst von innen erstmal selbst auf. Und wenn sie dann warm genug ist, beginnt sie mit der Ladung der Zellen. Und genau hier trennt sich bei vielen Batterien die Spreu vom Weizen. Dazu kommt das integrierte Batteriemanagementsystem und die dazugehörende App und die Steuerung, die jetzt völlig neue Möglichkeiten für die Zukunft eröffnet. In Verbindung mit der Efeu-Brennstoffzelle, die mittels Datenkabel kommuniziert, lässt sich der Verbrauch reduzieren. In der Zukunft wird der Solarertrag berücksichtigt und so der Verbrauch von Methanol gesenkt. Das versteht man dann unter Efeu-Hybrid-Power. Hört sich an wie Science Fiction, oder? Sollte aber gar nicht so weit weg sein. Mal ein Beispiel, also so ein paar Ideen. Die Batterie ist ziemlich leer, die intelligente Technik erkennt aber, die Sonne geht bald auf, also schalte ich die Brennstoffzelle noch gar nicht ein. Oder es ist Mittag, 12 Uhr, über Solar kommt aber gar nicht viel. Ja, schalte doch einfach mal die Efeu dazu. Oder auch, wir haben so viel Strom, trenn mal den Kühlschrank vom Gas und kühle über Strom. Ach, ich hätte noch tausend Ideen und mit der Kombi ist es tatsächlich alles möglich. Zurück zur Efeu-Batterie. Es gibt die Lithium als 70er und 105er, also Nennkapazität 70 Amperestunden oder 105 Amperestunden. Die 70er kostet 1499 Euro, wiegt gerade einmal 11 Kilo, die 105er 1999 und wiegt 16 Kilo. Sehr genial ist, dass man die Efeu-Lithium viel schneller laden kann. Die 105er ist bei maximal 52 Ampere Ladestrom in 2 Stunden schon wieder voll. Und umgekehrt, aus der 105er könnt ihr sogar kontinuierlich einen Entladestrom von 105 Ampere nehmen. Die Batterien sind also so gestaltet, dass ihr bequem eure alten Batterien einfach gegen neue Lithium austauschen könnt. Nicht nur, dass die Efeu-Batterie kleiner ist, sie ist bei gleicher Größe auch viel leistungsfähiger. Und natürlich kann man auch mehrere Lithium-Batterien zusammenschließen. Also Strommangel dürfte in Zukunft kein Problem mehr beim Campen sein. Tja, und in Verbindung mit der Efeu-Brennstoffzelle ist das Ganze unschlagbar. Nicht preiswert, aber ein geniales Stück Technik. Links zu Efeu im Text oder auf womo.blog. Und demnächst bringen wir euch mal ein 3-Jahres- oder 5-Jahres-Fazit von der Efeu-Brennstoffzelle, denn so lange haben wir die jetzt schon. Kennt ihr schon Tonitoi? Die normalen Wasserklos im Van oder Wohnmobil und Wohnwagen kennt ihr. Die dazugehörenden Kassetten sind bei 2 bis 4 Personen im Nu voll. Das ist nicht schlimm, wenn man eine Ersatzkassette dabei hat oder auf dem Stellplatz oder Campingplatz steht. Wem die tägliche Entleerung aber zu viel ist, der denkt über eine Trenntoilette nach oder eine Verbrennungstoilette. Aber hoffentlich nicht an diese Plastikbombe, die jedes Geschäft in Tüten verpacken. Jetzt haben wir im Wohnmobil eine Trenntoilette und dazu damals das ganze Bad umgebaut. Das ging bei uns recht gut, denn die Tedford-Toilette stand frei im Raum. Aber bei nicht wenigen der modernen Bäder ist die Tedford- oder Dometic-Toilette integriert in eine Kunststoffwanne, ja in ganze Badelandschaften. Und dort eine Trenntoilette einzubauen, ist nicht nur schwierig, mancher findet es auch schöner, so wie es ist. Daher wäre es doch genial, wenn man seine Tedford- oder Dometic-Toilette zu einer Trenntoilette umbauen könnte. Und genau das machen Anna und Paul von Tonitoi. Sie haben Tonitoi erfunden und für voraussichtlich 749 Euro baut ihr eure bestehende Toilette zu einer Trenntoilette um. Für Tedford C220 und 260 gibt es die Umbaumöglichkeit schon. Für Dometic soll sie zum Jahresende kommen. Und so ein Set ist mehr als diese paar Kunststoffteile, die wir hier auf dem Tisch haben. Da steckt ungeheuer viel Gehirnschmalz und Überlegungen dahinter. Im Gespräch mit den beiden ist mir das erstmal bewusst geworden. Da kann man nicht einfach einen Einsatz in ein Klo basteln. Das muss ja am Ende auch richtig Gewicht aushalten. Wenn da ein 120-Kilo-Mann sich draufsetzt, muss es genauso funktionieren wie bei 50 Kilo. Da braucht man Materialkenntnisse und Mut, ja, die Originalkassette in der Mitte kurzerhand durchzuschneiden. Schauen wir uns das System mal an. Immer dran denken, es geht um Trenntoilette, also Urin und Fäkalien sollen getrennt entsorgt werden. Dann spart man nicht nur Wasser, den Urin kann man leicht überall entsorgen, die Fäkalien entsorgen wir zum Beispiel nur alle 10 bis 14 Tage.
Das löst eine ganze Reihe von Entsorgungsproblemen. Das hier ist der Trenneinsatz. Der wird in eure bestehende Toilette eingebaut. Dazu tauscht man die bestehende Schüssel einfach aus. Der Trenneinsatz hat in der Mitte einen Steg, so läuft der Urin nach vorne ab und die Fäkalien fallen hinten einfach in den Behälter. Für die Ungläubigen unter euch. Ja, das klappt wirklich, ganz automatisch und ohne Zielen. Jede Trenntoilette funktioniert auf diese Weise. Der Clou der Tony Toy ist aber die Kassette. Denn das ist eure Kassette, ganz wichtig. Es muss eine ganz neue sein, die ihr an Tony Toy sendet und die dann umgebaut wird. Die Kassette wird in der Mitte durchgeschnitten, ihr seht das schon. Somit hat man einen Fäkalbehälter und einen Urinbehälter, der wie gewohnt in eure Kassettenöffnung passt. Im Grunde bleibt also alles beim Alten. Euer Bad sieht am Ende nicht anders aus wie vorher. Der Urinkanister fasst 6 Liter. Laut Anna und Paul reicht das bei Ihnen 2 bis 3 Tage. Bei uns ist ein 8 Liter Kanister schon nach einem Tag voll. Das hängt natürlich auch daran, wie oft ihr aufs eigene Klo geht. Die Fäkalien leert ihr, wenn der Behälter voll ist. Da vergehen dann ein paar Wochen. Jetzt bin ich ein kritischer Geist und ich habe Anna und Paul bei einem ersten Gespräch gefragt, wie denn die Fäkalien wieder aus der Kassette herauskommen. Einfach schütteln, hat Markus damals gesagt. Damals gab es nur die Öffnung hier oben. Auf die Kritik und Anregungen hat Tony Toy schon reagiert und nun eine große Klappe hier vorne eingebaut. Dort lässt sie sich dann auch einfacher entleeren. Man kann den Fäkalienteil in der Schüssel auch mit einem Beutel benutzen, wenn man die Kassette gar nicht benutzen will. Dann wirft man nach dem Toilettengang die Tüte jeweils weg. Jetzt bin ich wieder so öko und sage euch, das widerspricht meines Erachtens dem ursprünglichen Gedanken. Warum sollte man das tun und haufenweise Plastiktüten verwenden? Denn die Fäkalien in der geschlossenen Kassette, die kann man wochenlang liegen lassen. Also auch wenn man die Toilette nur wenig benutzt, braucht man unseres Erachtens keine Plastikbeutel. Einfach drin lassen, da riecht auch nichts. Wenn ihr alles zum Thema Trenntoilette wissen wollt, mein Fazitclip hat mittlerweile 150.000 Aufrufe, also kann er gar nicht so schlecht sein und behandelt wirklich jede Frage zum Thema. Von Durchfall bis Sumpfgebiet, was man mit dem Toilettenpapier und so weiter macht. Jetzt kommt das Wichtigste. Die Tony Toy ist ein Bausatz. Ihr bekommt diese Schüssel, die ist aus dem gleichen Material wie eure Toilette. Und dazu Kleinteile, dann zerlegt ihr nach Anleitung eure Toilette. Da sind ein paar Schrauben zu lösen, dann kann man die alte Schüssel ausbauen und die neue Trennschüssel einbauen. Schlauch verlegen, verbinden, ja. Und den alten Wasseranschluss, den braucht ihr natürlich nicht mehr. Den kann man mit diesen neuen, speziellen, von Tony Toy erfundenen Stopfen schließen. Solltet ihr jemals wieder zurück zur Wassertoilette wollen, durchbohrt ihr einfach den Stopfen und habt wieder Wasser im Klo. Ganz wichtig, ihr schickt an Tony Toy eine neue, saubere Kassette und bekommt dann eine getrennte Kassette zurück. Und noch eins, man kann die Tony Toy auch wie andere Trenntoiletten mit einem Ventilator versehen. So eine Sog sorgt dann dafür, dass auch der letzte Geruch nicht ins Wohnmobil gelangt. Und solltet ihr jetzt Händler oder Werkstattleiter sein, wäre das nicht mal ein Komplettangebot an eure Kunden? Derzeit suchen doch viele Trenntoiletten und so eine Austauschlösung wäre doch eigentlich eine gelungene Möglichkeit für ein Alleinstellungsmerkmal. Denn Trenntoiletten bauen bislang nur wenige Werkstätten ein. Mein Fazit: Endlich eine brauchbare Lösung, um aus einer der Standardtoiletten eine Trenntoilette zu machen. Mein einziger Kritikpunkt: das Fassungsvermögen. Das Fassungsvermögen ist natürlich durch die Kassette begrenzt. Aber besser so, als mit einem Wasserklo unterwegs zu sein. Link zu Tony Toy unten im Text oder auf Womoblog. Und bevor sich jetzt jemand aufregt: Wenn ihr immer auf Stell- und Campingplätze geht, braucht ihr meines Erachtens überhaupt gar keine Trenntoilette. 2-3 Tage kann man mit dem normalen Klo auch autark sein. Blue Battery. Neues von Blue Battery, dem perfekten Batteriemonitor. Neulich hat mich wieder mal jemand gefragt: Jürgen, wie viel Solar soll ich mir aufs Dach packen? Die Antwort ist immer eine Gegenfrage. Was brauchst du denn, frage ich. Schweigen. Was soll man denn da empfehlen? Die Verkäufer sagen euch dann natürlich: so viel wie möglich und auch die Batterie so groß wie möglich und der Wechselrichter so stark wie möglich. Das ist natürlich alles Unsinn. Zuerst einmal muss man doch wissen, was man am Tag so verbraucht, im Sommer und im Winter. Und wenn man dann Solar hat, will man doch auch wissen, wie viel kommt denn wirklich rein.
Da ist das Erstaunen oft ziemlich groß. Wenn mal Hochwolken sind, bricht der Ertrag schnell auch ein und die rechnerischen Ergebnisse lösen sich in Wohlgefallen auf. Und auch die Frage, wie lange hält denn meine Batterie noch? Also, wie lange kann ich noch ohne Landstrom stehen? Auch das lässt sich doch nur beantworten, wenn man die Ströme misst und über längere Zeiträume darstellt. Und das alles kann Blue Battery. Noch dazu ist es wirklich total einfach einzubauen. Und als sei das nicht genug, ist die App auch für Laien gut verständlich. Wer tiefer in die Materie einsteigen will, der kann sich in den absoluten Details verlieren. Ich bin eher der Typ, dem die Basisinfos reichen und ich bin immer wieder erstaunt, was das Teil alles kann. Jetzt habe ich auch einen Victron-Batteriecomputer. Aber nicht nur, dass der viel schwerer einzubauen ist, einen sogenannten Shunt braucht. Er zeigt auch immer nur eine Momentaufnahme. Wenn ich jetzt sage, ich habe doch in der App meiner Lithium-Batterie eine Anzeige, ist auch toll, bringt euch aber doch wirklich nicht weiter. Ihr wisst dann vielleicht, wie hoch jetzt aktuell der Verbrauch ist oder auch wie leer die Batterie ist. Aber wie sich das über den Tag oder den Abend im Verlauf verhält, das seht ihr doch gar nicht. Noch dazu sind diese Geräte in den allermeisten Fällen sehr ungenau, können kleine Ströme gar nicht messen oder tracken. Da könnt ihr wieder die alten Volt-Anzeigen benutzen. Der neue Blue Battery X200 kann unendlich viel mehr und ja, begeistert mich total. Ich habe mittlerweile mehrere Solarladeregler, einmal für die Solaranlage auf dem Dach und eine für die Solartaschen. Beim X200 kann man nun noch mehr Geräte anschließen und er misst einfach alles. Hier vorne an der grünen Leiste, ja, da kann man sogar die Plus erkennen und schalten und ein Relais ansteuern. Ja, und dann kann man mit der Intelligenz der App Szenarien entwickeln. Kühlschrank an, wenn Solarstrom stark reinkommt oder Lampe draußen an, wenn es dunkel wird. Ideen gibt es viele. Wenn euch das interessiert, Kai hat auf seiner Seite ein Forum mit engagierten Usern. Vielleicht beteiligt ihr euch ja mal. Also, wenn Batteriecomputer, dann Blue Battery X200. Link im Text oder auf womo.blog. Clink Free. Klappert jetzt bei euch auch im Geschirrschrank, benutzt ihr Plastikbecher, damit nichts kaputt geht. Aber das Wasser schmeckt euch aus den Bechern irgendwie nicht mehr und ihr wünscht euch wieder Gläser zurück? So geht es zumindest Nadja. Oder ihr wickelt vor jeder Abfahrt alles in Geschirrhandtücher ein. Deswegen dachte ich, ich stelle euch mal Clink Free vor. Clink Free ist modular und passt sich euren Tellern und Tassen an. Die Erfinder kommen aus dem Bootsbau. Dort dürfte das Problem mit umhersegelnden Tellern und Tassen ja öfters vorkommen. Wie funktioniert's? Ihr habt eine Lochplatte, in die diese Edelstahlhalterungen eingesteckt werden. Es gibt sie für Gläser oder für solche Gläser und natürlich für Teller. Die Platte könnt ihr mit der Stichsäge zuschneiden. Wie ihr die Teller und Gläser dann anordnet, ja, das bleibt euch selbst überlassen. Aber wahrscheinlich so, dass ihr wenig Platz verschwendet. Wenn ihr jetzt denkt, da kann man doch jede Lochplatte nehmen, dann irrt ihr. Denn diese kleinen Löcher, die sind so gebohrt, dass sie oben dicker und unten dünner sind. Wenn man nun diese Edelstahlhalterung einsteckt, ja, dann spürt man das. Fest eindrücken, dann fallen die Halterungen auch nicht mehr heraus. Die Halterungen sind nicht billig, aber dürften ein ganzes Wohnmobilleben lang halten. Also ab in den Schrank damit, hält sogar billiges Glas und ganz sicher jedes Stielglas. Und man braucht keine teuren Gläser mit Magneten oder so. Clink Free aus dem Bootsbedarf, Link im Text oder auf womo.blog. Gute Bewertungen im Internet. Diese Story will ich euch unbedingt erzählen. Nur damit ihr mal wisst, wie das mit den positiven Bewertungen von durchaus auch grottig schlechten Produkten auf Amazon und Co. so läuft. Neulich bekam ich folgende Mail. Liebe womo.blog. Wir sind ein Unternehmen aus UK und machen gerade eine Aktion mit einigen unseren Produkten. Sie können alle Produkte geschenkt bekommen und schreiben eine Bewertung. Sie müssen unsere Wasserhahn und unseren elektronischen Universalübersetzer beides kaufen. Wir werden eine volle Rückerstattung und PP-Steuer für Sie arrangieren, nachdem wir einen Screenshot der Bewertung erhalten haben. Ist das für Sie akzeptabel? Tja. Jetzt stellt euch vor, ihr kauft die Sachen. Wie hoch, denkt ihr, ist die Chance, dass dann jemand eine schlechte Bewertung schreibt? Ich denke, die Chance ist null. Das werden alles 5 oder maximal 4 Sterne werden. Denn wer da mitmacht,
Der geht in Vorlage und will sein Geld zurückhaben und wird befürchten, dass er es nur bekommt, wenn er eine gute Bewertung abgibt. Es steht zwar nirgends, aber ich kann nicht glauben, dass jemand für eine schlechte Bewertung nachher das Geld zurückzahlt und man die Ware dann auch noch behalten darf. Und deswegen lest euch weniger die 5-Sterne-Bewertungen durch und schaut euch die 3-Sterne-Bewertungen mal an. Dort lest ihr wahrscheinlich viel eher die Wahrheit über ein Produkt. Aber so läuft das heutzutage mit den Bewertungen im Internet. Also, bleibt vorsichtig. Anhängerkupplung und Rollen. Habt ihr eine Anhängerkupplung am Wohnmobil und vielleicht einen langen Überstand hinter dem Hinterrad? Dann kennt ihr das. Ihr fahrt auf eine Fähre oder auf einen Parkplatz, eine Rampe hinauf und setzt mit der Anhängerkupplung auf. Ein fürchterliches Geräusch. Hatten wir beim letzten Womo öfters erlebt und der war nur 6,30 Meter lang. Je länger das Womo, desto öfter passiert das. Peter Burget, den hatten wir letzten Monat schon mit seinem Einbruchschutz, hat dazu folgende Idee. Einfach unter der Halterung der Anhängerkupplung 2 Rollen montieren. Jetzt setzt ihr zwar immer noch auf, aber die Rollen fangen das ab. Gute Idee, günstig nachzubauen und schützt zumindest ein wenig die Halterung. Danke an Tschechien, an Peter Burget. Und die Bilder in hoher Auflösung findet ihr wie immer auf womo.blog. Teppich verlegen im Wohnmobil oder Wohnwagen. Habt ihr schon mal einen Teppichboden zugeschnitten, dann wisst ihr, wie schnell man sich da verschneidet und am Ende dann unschöne Kanten und Löcher hat. Deswegen finde ich diese Lösung für den Wohnwagen und das Wohnmobil sehr gut. In der Facebook-Gruppe Wohnmobil Tipps und Tricks hat Van de Weser gepostet, wie er sein Wohnmobil perfekt mit neuem Teppich oder ähnlichem auslegt. Er nimmt einfach DIN A4-Papier, legt diese komplett im Wohnmobil aus, sodass wirklich jede Ecke bedeckt ist und klebt die DIN A4-Seiten dann mit einfachem Klebeband zusammen. Für kleine Ecken reicht dann auch mal ein Notizzettel, aber ich denke, ihr versteht, wie das Prinzip funktioniert. Nun hat man eine große Schablone und kann die auf den Teppich legen und übertragen. Ausschneiden und ab in den Van, Wohnwagen oder ins Wohnmobil. Danke an Van de Weser für die Idee und Umsetzung. Das wird vielen beim Teppichverlegen helfen. Link zur Facebook-Gruppe auf Womoblog oder im Text. Nadja, was hat dir am besten heute gefallen? Mir ist sauberes Trinkwasser extrem wichtig geworden in den letzten Jahren. Deswegen finde ich Tanko 3 so super. Noch dazu hat das letztes Jahr alles einwandfrei funktioniert. Also für mich ist es Tanko 3. Ja, die Campingküche von CampTools ist heute mein Favorit. Super durchdacht, sehr leicht und hat wirklich alles, was man im Van braucht. Als die mit der Post ankam, war das wie Weihnachten und ständig habe ich was Neues entdeckt. Das war so schön. Bin jetzt noch hin und weg. Wir sind wieder am Ende angekommen. Danke fürs Zuschauen. Ich hoffe, euch hat der Clip gefallen. Dann gebt uns doch ein Like, abonniert natürlich unseren Kanal und besucht uns auf womo.blog. Da warten viele Produkttests, Selbstbauanleitungen und Reiseberichte auf euch. Und na klar, schreibt uns doch einen Kommentar, diskutiert mit uns. Wir freuen uns über jede Mail. Ich hoffe, es hat euch wieder gefallen. Bis zum nächsten Mal. Ja, dran denken. 12. März. Und gewinnen.